Ja. Werner! Einfach so rum, wollte keiner. Schulzer! Ja, nach einiger Zeit könnt ihr erkennen, wie ein griesgrämiger, vollbärtiger Schulzer auf euch zukommt, der sich dann als Efferdin vorstellt. Ihre Gnaden, dann ein Magier und ein Gänseretter. Seid mir willkommen. Ritter des Herdfeuerordens, bitte. Gänseritter, sagt man nicht. Und übrigens auch Baron von Dergelsmund zu Wandlet. Danke für eure Einladung. Schön, dass ihr hier seid. Efferdin war euer Name, richtig? Efferdin, jawohl. Wie können wir euch helfen? Seid ihr auf der Durchreise? Wollt ihr etwas Proviant? Ja, wir sind tatsächlich auf der Durchreise. Wir haben einige Verwundete aufgetroffen. Vielleicht könnt ihr die beherbergen, bis es ihnen wieder besser geht. Das ist können Luther wir wohl machen. Und das ist Answin. Sehr sympathische junge Männer. Nun, dann geht doch mal da drüben zu einem Förster. Der kann euch sicherlich noch aufnehmen. Starke Männer seid ihr ja wohl. Arbeitet ihr ein bisschen im Holz oder so und dann könnt ihr da euer Lohn und Brot verdienen. Oh, das klingt doch vortrefflich. Und ich hätte noch eine etwas speziellere Bitte, ein Anliegen sozusagen. Jetzt bin ich aber gespannt. Wir suchen Pfannen. Die suche ich auch. Und Schnaps, wenn ich das hinzufügen darf. Pfannen und Schnaps, genau. Und Hühner, wenn ihr habt. Hühner, Schnaps, Pfannen. AK! Kannst den Laden wieder aufmachen. Ja, es rattert einmal und dann könnt ihr sehen, wie sich eine Holzbalustrade an einem der Gebäude wieder nach oben zieht, so ein bisschen schräg. Und das ein bisschen als Sonnenschutz fungiert, mittlerweile dann auch eher als Regenschutz. Und dahinter dann so etwas wie ein kleiner Laden in einer Häusernische dann zum Vorkommen. Eine alte Frau, die dahinter steht und euch misstrauisch begutachtet, vor allem die beiden Goblins. Gute Frau Harker, lasst diese Menschenexperten mal in eurem Laden sich ein bisschen umschauen und auswählen, was am besten geeignet ist als diplomatische Geschenke. Tobt euch aus, würde ich sagen. Die beiden kommen mir bekannt vor. Aber tatsächlich, Ich bin Goggel und das ist meine Schwester Goggelmoggel. Ich glaube, die sehen einfach alle nur gleich aus. Wenn ihr einen gesehen habt, habt ihr alle gesehen. Macht euch darüber keinen Kopf. Was? Ich habe die schönsten roten Augen. Die sind wirklich wie Feuer. Mhm. Ich erinnere mich an die Stimme. So quäkig. Oh, danke schön. Ich fühle mich geschmeichelt. So, Harker, du hast sie gehört. Sie sollen sich irgendwas aussuchen. Bezahlt wird dann der Prios-Geweihte hier. Priodur, könnt ihr das bezahlen? Natürlich. Priodur, bezahlt die Frau. Wie immer kein Geld dabei. Apropos gute Frau, wie sieht es denn aus mit euren Schnapsvorräten? Schnaps? Ja. Irgendetwas. Dafür werden wir aber selber bezahlen. Das ist euch klar, nicht wahr? Gewiss, euer Gnaden. Wie sieht denn so eine Pfanne überhaupt aus? Da kann ich euch natürlich unterstützen. Also ich würde unbedingt einen Holzgriff bevorzugen, weil sonst wird das so heiß am Griff. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen. Da gibt es so runde Formen, so fast wie so ein Topf. Ja, Travigor, würfel mal auf Hauswirtschaft. Oh. Das habe ich gesteigert. Sehr gut. Die Sternchen, die du überbehältst, gelten als Erleichterung für Interaktion mit den Goblins. Ein Fertigkeitspunkt. Willst du einen Schicksalspunkt benutzen? Ja. Für die ganze Probe? Oder nur für diese 10? Einwurf oder? Also entweder alle drei oder einen. Kannst mit der 17 aussehen. Kannst du maximal 4 Punkte überhaupt. Ja. Also ich würde tatsächlich die ganze neu würfeln, wobei halt 12 ist halt ist alles nicht so gut. Ja gut, mache ich alles. Jawohl, genau das gleiche. Ja, dann bekommt ihr alle durch Gastgeschenke bei den Goblins 1 Punkt Erleichterung auf alle Interaktionen. Sodass ihr dann Goggle, Moggle und Goggle durch den Laden von Harker schicken könnt und Töpfe, Pfannen,
Schnaps und auch einige Hühner, je nachdem, was ihr so braucht, mitnehmen könnt. Bezahlt werden muss das natürlich alles, aber ich gehe mal davon aus, dass Priodo genau Geld hat, beziehungsweise Travigor. Natürlich. Ja, also ich habe tatsächlich auch, ich bin gut bei Kasse, sagen wir es so. Richtig, Apanage. Du Grummliger, Goggle, guck mal den Schulzen an. Ja, was willst du? Gibt's hier auch jemanden, der Schwerter macht? Nicht für dich. Warum nicht? Weil der Schmied gesagt hat, es gibt keine Schwerter für euch. Warum nicht? Ihr seid so schon schlimm genug. Ja, aber ich würde tauschen. Mhm. Aha, gegen was? Ich habe hier diesen Kerzenständer. Und dann holt er mal den silbernen Kerzenständer hervor. Aus massivem Silber. Ja. Sehr schön. Der Schulze betrachtet sich den Kerzenständer und würfelt gerade mal auf Schätzen. Und seine Gier wird tatsächlich anschlagen. Und er greift an seinen Gürtel und würde dir einen langen Dolch geben. Nee, ich will ein Schwert, kein Langdolch. Das ist doch ein Schwert. Komm, ein Schwert. Das ist kein Schwert. Sowas habe ich auch. Ich will ein Schwert. So groß soll das sein? Damit sollte ich auf Travigor. So groß? Okay. Ja, natürlich. Dann habe ich ein großes Schwert. Ja, also das ist ein Anderthalbhänder vom Heldenschmied in Garrett. Habt ihr sowas? Ne, sowas habe ich nicht. Komm mal mit. Nee, ein Schwert kann ich dir nicht geben. Aber jetzt, komm mal mit. Ja, und dann würde er so dich so ein bisschen vor sich schieben, damit du dann nicht mehr von Priodo gesehen wird und mit dir in einem der Häuser verschwinden und dann so eine kleine Waffenkiste, es ist halt so eine Truhe, wo halt rostig ist es auch nicht, aber schon ein bisschen schartiges Schwert von ihm selber liegt. Ja, und tatsächlich ist das dann wohl armlang. Also ein ganz normales langes Schwert. Es ist ein normales Schwert, ja. Oh. Aber sag's nicht den Prioten. Das tauschst du? Jetzt gib den Kerzenleuchter. Das ist ein echtes Schwert, oder? Gib den Kerzenleuchter. Ja, aber dann krieg ich das. Ich will erst das Schwert, dann kriegst du den Kerzenleuchter. Hier, nimm. Ja, dann tauscht der den Kerzenleuchter gegen das Schwert, weil Schwert ist besser. Sag's nicht den Prioten. Und jetzt raus. Versteck das irgendwo. Hier, ich geb dir noch einen Lumpen. Er nimmt das Schwert wieder ab, wickelt das schnell irgendwie so ein kleines Bettlaken und stopft es dir dann irgendwie hinten an den Gürtel ran. Während der sich gierig den Kerzenständer beguckt, kann ich beim Rausgehen noch was mitgehen lassen? Klar, kannst du. Was willst du mitnehmen? Keine Ahnung, irgendwas, was man so im Vorbeigehen greifen kann. Eine Blumenvase? Ja, zum Beispiel. Ja, aber nimm eine Blumenvase mit. Ja, gut. Und dann geht er raus und kommt mit einer Blumenvase in der Hand wieder raus. Ja, der Streitwagen von Gorgelmorgel ist jetzt auf alle Fälle hart beladen mit irgendwelchen Töpfen, Pfannen und alles, was irgendwie für Ziplim und die Sippe ist. Und Priodur kramt gerade in seinem Geldbeutel, beziehungsweise in dem von Travigor. Guck mal, Gorgelmorgel, er hat nicht aufgepasst. Was hast du da? Oh. Eine Blumenvase. Ein Blumenkübel. Oh, so groß und so. Oh, ist der schön. Und guck mal, da ist was drauf gemalt. Oh. Oh, das ist wirklich eine sehr geschmackvolle Blumenvase, muss ich zugeben. Was aber denn? Die machst du nicht Pipi rein. Habt ihr denn das schon wieder her? Bei dem Grummelmann stand das so rum und er war so fasziniert von dem Kerzenständer, da habe ich es mitgenommen. Ihr habt das gestohlen? Nein, es stand da so rum und er hat es nicht angeleckt. Ihr geht sofort zurück und gebt die Vase zurück. Sofort. Nein. Das sind doch Diplomaten. Wir sind doch auf diplomatischer... Wir haben sie gestohlen. Wir zahlen das selbstverständlich. Groggel leckt einmal drüber. Jetzt gehört es mir. Ihr habt es gestohlen. Nein, ich habe dran geleckt. Ihr habt es trotzdem gestohlen vorher. Nein, er hat sie ja nicht angeleckt. Er hat nicht gesagt, ich habe es angeleckt, das gehört mir. Wenn man es anleckt, dann gehört es einem. Dann darf man es nicht wegnehmen. So ist das Gesetz. Nein, so ist nicht das Gesetz. Ja, Priodur sieht alles. Priodur. Ich möchte gerne auch so ein Kleid wie du. Wo kriege ich das her? Nein, das könnt ihr nicht haben. Das ist die Tracht des Herrn. Priodur, diese hässliche Blumenvase. Gib dem Mann zwei Heller und dann ist gut. Es geht erledigt. Nicht um das Geld, es geht um das Prinzip. Versteht ihr das nicht? Wir können so etwas nicht durchgehen lassen.
Aber warum nicht? Er hat es nicht angeleckt. Es ist egal, ob er es anleckt oder zerschmeißt. Es gehört ihm. Ihr habt es gestohlen. Ihr habt es mitgenommen ohne sein Wissen. Ja, mittlerweile kommt der Schulze auch wieder raus aus seinem Haus und guckt sich um. Dann auf euch zu. Ihr seid ja immer noch hier. Ja, dieser Goblin möchte euch etwas zurückgeben. Was? Er guckt so ein bisschen empört zu Orgel. Hast du das angeleckt? Bitte was, meint ihr? Hast du das hier angeleckt? Die Vase? Die Blumenvase. Ja, du kannst sehen, wie so ein Stein der Erleichterung abfällt. Wo hast du die her? Habe ich nicht angeleckt, nein. Dann gehört sie jetzt mir. War das meine? Nein. Er hat sie aus eurem Haus entfernt. Ach, jetzt stellt doch ihn nicht an. Soll er die Vase halt behalten? Ich überlasse sie also ihm freiwillig. Ja. Dachte, ihr meint was anderes. Nun, was meint ihr mit was anderes? Ah, schön, dann ist die Sache ja geklärt eigentlich soweit, ja. Leckt eure Sachen einfach nächstes Mal an, Priodur, und hier, dann können wir jetzt losgehen. Ich wollte gerade sagen, also wenn es an mir geht, dann macht das hier geht. Ich will euch natürlich nicht loswerden. Ihr könnt euch hier umsehen, wie ihr wollt, Meister Priodur, aber hier gibt's nichts zu sehen. Euer Gnaden, nicht Meister. Ja, eure Gnaden. Lasst uns sehen, dass wir aus dem Regen rauskommen. Und währenddessen verstaut er die dritte von drei Flaschen Schnaps in seiner Umhängetasche. Während der Diskussion schleicht sich Goggelmuggel hinter den Prioten, hebt vorsichtig den Saum seiner Robe an und leckt einmal drüber. Dann grinst sie zufrieden und geht weiter. Priodur, würfel mal Sinnesschärfe und Goggelmuggel schleichen. Ich erleichtere die Schleichenprobe um 3 Punkte, weil er abgelenkt ist. Ja, okay. Können wir trotzdem nochmal draufschlagen. Und ja, der Schulze lässt das Tor von den anderen Leuten aufmachen. Wenn ihr dort in die Richtung geht, da ist zwar noch der Rappenstein, aber die Mistelwälder sind voller Goblins. Da solltet ihr aufpassen. Die Menschen sind mittlerweile davon geflohen. Die tun zwar wenig, aber sie stehlen halt. Weiß gar nicht. Je weiter ihr hier in die Richtung wollt, desto so herrischer werden sie. Habt ein guter Mann und auch danke für eure Gastfreundschaft und nichts für ungut. Möchte Goggelmuggel einen Schicksalspunkt benutzen oder so? Dann kann Priodur das bemerken. Was tut ihr dort? Ich? Nichts. Ihr habt doch nicht einfach an meiner Robe gelegt. Was? Ich würde ich doch niemals machen. Wir müssen uns wirklich ernsthaft unterhalten über das, was recht ist und was unrecht ist. Ja, bestimmt. Wollen wir weiter? Ich glaube, es wird schwieriger, als ich dachte. Oh Herr. Goggelmoggel, kann ich den neuen Pipi-Pot auf deinen Wagen stellen? Das kannst du machen. Jetzt ist ja wieder Platz da drauf. Ihr könnt den Weg weiter antreten. Auf der rechten Seite von euch beginnen dann die finsteren Kestenwälder und der finstere Kraienforst, der sich dann dort erhebt. Zu eurer Linken könnt ihr den Rappenstein erkennen und dann auch die Höhenburg, die etwas nördlich von Rappenflur liegt. Die finsteren Berge vom Rishokai, die dort die Goblins benennen können. Und das soll hier wohl auch irgendwelche Moore geben. Noch weiter im Norden soll wohl ein blutender Teich liegen. Das können die Goblins berichten. Ihr könnt euch auf alle Fälle dann die Nacht wieder im Kestenwald irgendwo unterziehen und gemeinsam mit den Speern bzw. mit Ronga könnt ihr dann dort ein passendes Lager, einen passenden Unterschlupf finden. Euch fällt auf, dass immer mal wieder Augen auf euch gerichtet sind und zwar vor allem von Goblins, die ihr dort erkennt. Die halten sich aus der Entfernung noch zurück, auch wenn sie Goggelmoggel und Grogu gesehen haben, aber die Menschen sind ihnen nicht geheuer und sind dann keine Menschenexperten. Und ja, nachdem ihr dann einen weiteren Tag gewandert seid, wie gesagt, im Kestenwald untergekommen seid, könnten die Goblins euch dann an Trolltor vorbeiführen, nach Norden, über das kleine Flüsschen in die Mistelwälder, wo ihr dann nach einiger Zeit vor einer Höhle steht. Oh, hat ja doch gar nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Ihr seid doch ganz gut zu Fuß.
Das ist Narai Kevalach. Gesundheit. Was bedeutet dies? Höhle am Blauen See. Narai ist Höhle. Sprecht mal alle nach. Narai. 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 Narai Kevalach. Kevalach ist der Blaue See. Hey, Goggelmoggel, Groggel, was macht ihr hier? Hallo! Warum habt ihr Menschen dabei? Die Menschen wollen mit Ziblim reden. Echt? Ist das erlaubt? Weiß ich nicht, müssen wir Ziblim fragen, aber die haben Geschenke mitgebracht. Was denn? Pfannen. Sind das diese runden Metalldinger? Ja, die haben gesagt, damit kann man Essen machen und zuhauen. Essen und machen? Da kommt Essen raus? Ja, die haben gesagt, da kann man zum Beispiel diese knusprige Hühner-AA reintun und dann wird das fest. Der Auswurf? Ja, und dann wird das fest. Weil der ist doch sowieso schon lecker. Die sagen, dann wird das noch leckerer. Wir mögen leckere Sachen und wir wollen ja zivilisierte Sonntag sein. Du redest so viel mittelländisch. Ja. Egal. Ich geh mal bei der Schamanin fragen. Halt sie so lange auf. Bis gleich. Das war Ada, die Assel. Oh, du bist eine ganz, ganz Liebe. Habt ihr über uns geredet? Ja, wir haben gesagt, dass ihr Geschenke mitgebracht habt und jetzt müssen wir mal eben warten. Oh, das klingt doch gut. Das heißt, sie holen ihren Häuptling? Die fragen die Schamanin, ob der Häuptling Zeit für euch hat. Oh, das ist nur angebracht, denke ich. Sowas wie eine Audienz. Wie hieß der Häuptling noch gleich? Ziblim. Ziblim. Ziblim, Lederkrone. Zumindest übersetzt. Und wie ist der so drauf vom Charakter? Mag der Komplimente? Naja, also, wenn du ihn komplimentierst, dass er super stark ist, ja. Also ich bin schon ein guter Jäger, aber Ziblim ist der besteste Jäger. Oh, verstehe. Ganz stark. Und weißt du was? Ja. Oh, bei Kurim. Oh, weißt du, Häuptling Ziblim ist der Liebling von dem. Gesegnet. Oh, das klingt doch spannend. Nach und nach könnt ihr erkennen, wie so grob anderthalb Dutzend Goblins aus der Höhle hervorkommen, teilweise auch von oben herab. Und sie sind allesamt mit Knüppeln oder mit Speeren bewaffnet. An anderen könnt ihr noch Kurzbögen erkennen, oder es soll sowas wie Kurzbögen sein. Andere führen Schweine neben sich, die euch dann finster angucken. Und irgendwann tritt dann die Gobline, Ada, die Assel, wieder auf euch zu. Nickt dann zu Goggelmoggel und Groggel. Du musst ihnen sagen, sie sollen Wegzoll geben. Eine Geld pro Bein. Ihr sollt Wegzoll geben. Eine von diesen Münzen pro Bein. Die am schönsten glänzen. Pro Bein. Ja, sucht euch eine aus. Ich zeig mal Silberheller, Kreuzer, Dukat. Ada, welche davon willst du? Eine Münze pro Bein. Die schönste glänzt da, die da. Goggelmoggel zeigt auf eine Silbermünze. Oh, so hell. Also gut, ich zahle dann für alle. Ist das Eisen? Das ist Silber. Metall? Ja. Sie nickt. Wenn man dran reibt, dann wird das ganz glänzend. Ja, Ada wird die erste Silbermünze, die ihr gereicht wird, erst einmal draufbeißen. Sie hat das so gelernt von den Menschen und dann runterschlucken. Offensichtlich ist nicht angekommen, warum man draufbeißt.
Ja, nach und nach wandern je nach Anzahl der Beine von euch Münzen in ein kleines Ledersäckelchen von Ada und die nickt euch dann zu und begibt euch dann mit Winksignalen, dass man ihr doch folgen darf. Ihr könnt durch die kleine Höhle hindurchtreten. Sie ist tatsächlich ein bisschen schmaler und ab und zu mal ein bisschen niedriger, sodass man hier ja doch gut geschützt ist. Und nach ungefähr, ich würde sagen, 50, 60 Metern durchs Dunkle hindurch, ab und zu stößt man sich den Kopf, gerade Ronka oder Travigor, die ein bisschen größer sind, bis ihr dann, die Höhle öffnet sich so ein bisschen und ihr steht in einem kleinen Tal mit einem blauen See, dahinter einige Zelte, spielende Goblinkinder, Reitschweine, ihr könnt auch wenige Hühner erkennen, die Federn sind allesamt rausgerissen und sie sehen nicht sehr glücklich aus. Ja, es wird gespielt, getanzt, gesungen, gelacht, alles auf Goblinisch. Und jetzt, wo ihr dann nach draußen tretet, euch so ein bisschen die Hand abschirmt vor dem Licht wieder, könnt ihr sehen, dass die Aufmerksamkeit von allen auf euch liegt. Oh, scheiße, mein Kopf. Ist ja eine richtig fröhliche Bande hier. Das sieht doch einladend aus. Stellt euch vor, so fühlen sich die Goblins immer bei uns in der Stadt. Wir sind wieder da! Magi! Ja, einige Kinder laufen direkt dann auch auf euch zu. Ihr könnt auch sehen, wie andere Stammeskrieger euch dann auch den Speer grüßen und entgegenrecken. Die anderen können erkennen, die Wildschweine sind wohl markiert. Und zwar kann man an ihren Hörnern irgendwelche bunten Bändchen erkennen, die da wohl dran gebunden worden sind. Was auch immer das für eine Bewandtnis hat. Und ja, man suhlt sich gemeinsam mit den Schweinen. Ihr könnt teilweise auch erkennen, wie Schweine gegessen werden. Teilweise werden auch Goblins von Schweinen gegessen. Also ihr seid direkt im Lagerleben. Oh, endlich wieder zu Hause. Ist das schön. Hat Ziplim gerade Zeit? Ja, er erwartet euch. Ihr seid die Erwarteten. Oh, sind wir befördert worden? Sind wir jetzt nicht mehr die Entbehrlichen? Doch, ihr seid weiter die Entbehrlichen, aber die Menschen sind die Erwarteten. Oh. Juhu! So, kommt mit. Wollen wir nicht sie nicht warten lassen? Die Goblins vor euch quaken wieder in ihrer sehr eigenen Stimme. Auch Goggle, Moggle und Gorgel sind in dieses Quäkende verfallen. Immer nur, wenn sie sich dann zu euch umdrehen, reden sie wieder nach einigem Überlegen wieder in eurer Zunge und könnt dann so durch den Platz mit dem blauen See hindurchtreten. Wie gesagt, an den Kindern vorbei, die dann auch an euch herumtasten, haben die Scheu dann verloren und krabbeln teilweise dann auch oder versuchen an euren Schultern hochzuklettern, bis sie dann irgendwie abgestreift werden. Ihr könnt sehen, wie gesagt, große Zelte, die dann hier errichtet worden sind, allesamt aus Wildschweinpelzen, würdet ihr meinen. Teilweise vielleicht sogar ein rot schimmernder Pelz. Ihr hofft, dass das vielleicht ein Kaninchen war und nicht ein Goblin. Allerdings wird man die Zelte ignorieren und dann in den Höhleneingang. Es gibt da wohl noch zwei Säulen, die sind ebenso fellbespannt. Ja, ihr tretet dann in die kleine Höhle ein und steht dann vor einem großen Pilzlager. Es geht weiter durch ein, zwei Kavernen, viele weitere Goblins, die euch ansehen. Ein widerwärtiger Gestank, der euch hier entgegen... Also, es ist wie eine andere Globule, würdet ihr fast meinen, wie es hier in dieser Höhle riechen kann. Also diese Eindrücke, die kann man so nicht wahrnehmen. Es ist was ganz Eigenes, Wildes, naturig. Das riecht aber sehr exotisch hier. Durch die Würzig. Und fühlt ihr euch auch schon zu Hause? Ja. So ein paar orangene Gardinen dort hinten und ein Tisch mit Kürbismus. Und ein Herdfeuer und dann... Ja, Travigor, ja, du blickst gerade auf einen der Goblins, der gerade herzhaft in eine quiekende Ratte beißt. Vielleicht sollt ihr ein wenig durchfegen und etwas, nun ja, den Herrn Pravis reinlassen hier. Oh, Chuck, oh, der hat aber eine saftige Ratte erwischt, hat der ein Glück. Dass ihr eure Felle in der Höhle gerbt, hat dem Geruch hier auch nichts Gutes getan. Das gibt die richtige Würze. Und die Pilze, wachsen die hier drin oder bringt ihr die von draußen her?
Hier wachsen hier drinnen. Draußen wachsen natürlich auch welche. Menschling. Aus der nächsten Kaverne könnt ihr bereits ein Quieken vernehmen. Erst denkt ihr, es ist ein Wildschwein, aber wenn ihr dann den Kopf einzieht und dann nach und nach durch die kleinen Gänge geht, könnt ihr dann nach und nach erkennen, dass das kein Wildschwein ist, sondern eine große Gobline, eine unglaublich dicke, schwangere Schamanin, die dort auf einem großen Fellberg liegt und wohl gerade dabei ist zu gebären. Deswegen gerade so ein bisschen quiekt wie ein Wildschwein und schon zwei andere kleine, nasse, rote Fellbündel neben ihr liegen. Andere Goblins, die dabei sind, sie zu versorgen, ihr irgendwie Tücher reichen mit Kräutern, ihr Essen anbieten, und ein anderer großer Goblin, der wohl nur aus Muskeln zu bestehen scheint und das Ganze kritisch begutachtet. Dann sich zu euch umblickt, er hat Lederkrone, ist das nicht ein Bauernmützchen hat er auf dem Kopf, eine Knollnase, und schaut dann zu euch, nickt euch an und spricht dann auf Mittelreichisch mit euch. Willkommen in meiner Höhle. Ich bin Ziblim. Seid gegrüßt, ich bin Baron Travigor. Willkommen in friedlicher Absicht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir wurden begleitet von euren treuen Recken, Goggelmoggel und Groggel. Und wir kommen in der Mission, euch zu bitten, euch uns anzuschließen im Feind gegen böse Menschen. Gegen die Drachenfrau. Wir kämpften bereits vor einiger Zeit zusammen. Die Silbermine. Richtig, genau. Wir haben eine ganze Menge Sachen mitgebracht für euch. Als Geschenk. Und wir hoffen, euch damit helft mir mal, Freunde. Nun, wir hoffen auf ein friedliches Auskommen und Übereinkommen. Die ewige Richtig. Freundschaft zwischen Menschlingen und Sulak. Und dass wir diese Lande vor der Drachenreiterin und ihren Schergen befreien. Gemeinsam. Wir haben die gleiche Feinde. Das ist gut. Geschenke, auch gut. Er blickt sich kurz um in der Höhle. Sein Blick fällt auf eines der nassen Fellbündel. Ich schenke euch auch was, wenn ihr wollt. Das ist höflich unter den Menschen.